Was geht? Was geht? Alles gut? Alles gut. Hallo MMA for Today bei dem Max Koger Seminar hier in Fenris. Seid gespannt, was Max für uns vorbereitet hat. Es wird bestimmt geil. Dass das in euer Bewegungsmuster übergeht. Das heißt, dass ihr die Sachen macht und die automatisch macht und nicht mehr aus der Bewegung heraus reagieren müsst, beziehungsweise gar nicht darauf warten müsst, was der Partner macht. Also, wir bleiben jetzt bei der Bewegung. Jab, Low-Kick, Position. Bumm. Wir sind jetzt hier. Wir haben immer wieder diese Führhand, die irgendwie immer connecten will. Sind aber jetzt auch gleichzeitig durch den Level Change hier am vorderen Bein. Was wir machen, Step rein. Hier, Kopf auf den Brust. Achtet drauf, dass ihr nicht das macht. Bumm. Sondern wirklich den Rücken gerade auf. Boom, Jab, weil der Jab immer kommen muss. Und dann Jump, Bump. Wenn ihr die jetzt lang feuert, boom, passiert das ja automatisch. Level Change ist da, selbst wenn er mit dem Haken kommen würde, boom, sind wir jetzt hier. Mit diesem Step, boom, boom. Noch einmal. Wir sind hier dran. Gleiche Aktion wie eben. Hop, hop. Und was wir jetzt noch machen als Detail, in dem Moment, wo wir das Bein rausziehen, bumm, kommen wir mit dem anderen Bein an das Standbein. Ich persönlich bin ein riesiger Freund von Headlocks. Ich mag Headlocks sehr, sehr gerne im Guillotine. Und mit Hilfe von diesen Headlocks stehe ich auf, baue meine Sweeps auf und attackiere natürlich auch. Ey, mir hat's ober viel Spaß gemacht. Ich bin gerne in Berlin. Es war eine geile Gruppe und immer wieder gern. Wenn irgendwas ist oder jemand eine Frage hat, könnt mich jederzeit auf Insta anschreiben. Ich beantworte sportliche Fragen sehr gerne. Diverse andere Sachen auch. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank. Prost. Wenn ihr junge Kämpfer habt oder Leute, die zum MMA-Sport wechseln wollen, nehmen wir zum Beispiel Johnny, der will sich jetzt dem MMA-Sport widmen. Darauf kann man aufbauen. Was sind das für Leute? Woher kommen sie? Und warum wollen sie das machen?
Welche Erkenntnisse hast du aus dem Seminar von Max Kruger mitnehmen können? Also ich denke, dass es wichtig ist, dass man erstmal alles Step für Step macht und nicht einfach anfängt, die Technik komplett durchzumachen, sondern dass man wirklich alles Step für Step macht, dass alles auch richtig vorbereitet wird. Wurden deine Erwartungen erfüllt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viele neue Techniken gelernt, die ich zukünftig auch anwenden werde und ja. Ja, super. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Und ja, was hast du so aus dem Seminar mitnehmen können? Wir sind ja zu zweit hierher gekommen aus Duisburg, hatten 6 Stunden Fahrzeit hinter uns und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie sie schon gesagt hat, wir werden die Technik auf jeden Fall mitnehmen von Max und wir werden auf jeden Fall definitiv wiederkommen. Und die Leute hier sind cool, Berlin ist immer cool. Wir sind nicht das erste Mal hier und werden auf jeden Fall wiederkommen. Drillen, 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 ja. Definitiv. Also heute das Max Kruger Seminar gehabt. War ein super Seminar von Anfänger bis Profi, waren alle dabei. Er hat es sehr, sehr gut aufgebaut, hat mit dem Stand-Up angefangen, ist dann ins Ringerische rübergegangen. Dann haben wir noch ein bisschen Cagework gemacht und Bodenelemente. Er hat alles sehr gut aufeinander aufgebaut, dadurch konnte jeder genau die Techniken verstehen, gut umsetzen. War ein sehr, sehr gutes Seminar. Ein sehr sympathischer Typ. Ihr habt alle verpasst, wenn nicht, beim nächsten Mal müsst ihr auf jeden Fall alle dabei sein. Ist ein Muss. Wirklich sehr guter Junge, ja. Ich bin hier mit Amir Tarimisat, Matthias Sievert. Sayato Performance Institute. Ihr habt das Ganze organisiert, ihr habt Max Kruger hier nach Berlin gebracht. Wurden die Erwartungen, die ihr hattet, erfüllt? Absolut, ja, natürlich. Max Kruger dabei zu haben, ist immer eine tolle Sache. Er ist durch und durch Sportler. Und ihn mal nach Berlin zu bringen, wieder mal nach langer Zeit ihn wieder zu sehen, war eine schöne Sache und das Seminar absolut top. Wie fandest du das Seminar? Ja, war mega. Der hat ja wirklich von allen Facetten des MMA-Bereiches Sachen vorgezeigt. Stand-up, Ring, Grappling, Cagework. Also ich denke, tatsächlich wurde das komplette MMA-Game abgedeckt. Und nee, ist auch schön, immer wieder den Leuten die Möglichkeit zu geben, so einen professionellen Athleten hierher zu holen. Dadurch Brücken zu bauen, um einfach die MMA-Community zum Wachsen zu bringen. Und ich denke, das ist uns heute wieder gelungen. Bei Kami war es schon schön, heute mit Max. Mal gucken, wer als nächstes kommt. Auf jeden Fall denke ich, dass es eine coole Sache ist, um Leute zusammenzubringen, die den Sport gerne machen, ob jetzt professionell oder halt wirklich Amateur. Ist doch cool, wenn man sich hier die Matte dann teilt und voneinander lernt. Ja, definitiv. Ja, wir bedanken uns auch. Danke für die Einladung. Ist immer schön, mit euch zusammenzuarbeiten und auch sozusagen solche Stars da mit zu verfolgen, zu schauen, was sie uns beibringen können, weil ich denke, man lernt immer wieder mit dazu. Und gibt es sonst noch letzte Worte, die ihr an eure Fans ausrichten möchtet? Achso, an alle Sportfreunde, an alle Menschen, die diesen Sport lieben, so wie wir. Jederzeit gerne vorbeischauen, auch jetzt in Berlin, auch im Fendrisgym, auch uns kontaktieren, falls irgendwie jemand, egal, ein Beratungsgespräch will oder einfach im Bereich MMA sich ein bisschen weiterentwickeln will und irgendwelche Fragen hat, Profisportler ist, Amateursportler ist. Wir sind immer offen und unsere Türen sind immer offen dafür. Also ihr könnt jederzeit uns über Insta anschreiben. Wir sind permanent hier in Berlin. Da. Ja, wir blenden das Ganze auch nochmal ein. Hast du noch letzte Worte? Ja, zum Ende des Jahres kämpft unser Rafael Xavier nochmal bei Octagon und Can Aslaner wird auch dort kämpfen, also schaltet alle ein am 30.12. Octagon TV. Da werden unsere Athleten, denke ich mal, abreißen zum Ende des Jahres. 20.000 Zuschauer. 20.000 Zuschauer in Prag Arena. Ja, wir werden auch mit dabei sein und viel Erfolg und wir freuen uns schon, ja. Super cool. Vielen Dank. Danke, Jungs. Danke auch. Tschüss. Tschüss.